Im heutigen Video will ich euch zeigen, was man mit Schokolade so zaubern kann zu Ostern. Und dazu musste ich mir einiges kaufen und das mache ich jetzt mit euch gemeinsam auf, um zu sehen, ob alles in dem Paket drin ist und ob die Form auch in Ordnung ist. Also packe ich mal alles aus. Rechnung ist immer gut. Ich habe mir zweimal Schokolade gekauft, und zwar die Kalebau-Schokolade in Weiß und in Farbbitter. Natürlich auch eine Form für das Ganze zum Herstellen. Das sieht die Form, um was es sich drehen wird. Also schön, sich mal schnell in die Küche und zauber das mit euch. Kommt mit! Also Vorarbeit ist alles. Dazu nehme ich Watte und putze halt diese Form aus. Also hat den Sinn, dass eure Schokolade später einen richtig schönen Glanz hat. Gerade wenn man die in der Spülmaschine gestellt hat, die Form. Dann hat die solche Kalkflecke und mit der Watte putzt ihr das einfach blank. So, das letzte noch. Das ist gut. So, die habe ich jetzt. Die Form ist jetzt aufgeputzt, also kann ich mit der Schokolade anfangen. Ich mache meine Schokolade nicht im Wasserbad, gerade Kalebau-Schokolade ist eine richtig, richtig gute Schokolade. Auf dem Wasserbad könnt ihr Kuvertüre machen, das ist nicht schlimm, aber man muss bedenken, wenn man so gute Schokolade auf dem Wasserbad hat, an der Schüssel geht immer Wasserdampf nach oben und der zirkuliert und diese Feintröpfchen, die setzen sich ab auf der Schokolade und dadurch wird Schokolade dick. Also tue ich jetzt mal in die Mikrowelle, ungefähr 1,5 Minuten. Und wenn sie so dünner geworden ist, die Schokolade, zeige ich euch, wie man die wieder ordentlich hinkriegt. Fangen wir erstmal an. Es ist ja so, als kleiner Pupsarsch kriegt man ja keine Schokolade vom großen Lieferanten. Entweder man hat einen Gewerbeschein oder man hat keinen. Und da muss man halt die Alternative wählen. Internet, und die habe ich gewählt und dort habe ich halt die Schokoladen gekauft und auch diese iPhone. Es piept, die Mikrowelle ist fertig, also gucke ich mal nach der Schokolade. So, die Schokolade ist jetzt aus der Mikrowelle raus. Wie ihr seht, die hat noch Klümpchen, aber das kann man jetzt verrühren, bis die glatt ist. Und sollte euch mal passiert sein, dass sie zu dünne geworden ist, dann müsst ihr eure Schokolade impfen. Das macht ihr, indem ihr ein paar Körnchen wieder reinschmeißt, bis sie wieder sich aufgelöst haben. Und dann rührt ihr so lange, bis die Schokolade schön glatt ist. Und jeder Konditor wird wissen, was ich mit dem Impfen meine. Als normale Hausfrau müsst ihr wirklich, wenn die Schokolade zu dünn geworden ist, müsst ihr ein paar Körnchen reingeben in die Schokolade und nochmal rühren, bis die Körnchen sich auch aufgelöst haben. Und wenn die immer noch zu dünn ist, nochmal nachimpfen, das ist wirklich, da muss man Fingerspitzengefühl haben. Aber das kriegt ihr auch hin, alles kein Ding. Die Schokolade ist jetzt richtig schön aufgeschmolzen und da geht's weiter.
nehme ich mir diese Form und fülle hier einfach die Schokolade rein. Und da wir ja hohle Eier haben wollen, müsst ihr diese Form wieder ausschütten, dass die Schokolade rausläuft. Und die Oberfläche, die macht ihr euch sauber. Und die hohlen Eier, die stellt ihr jetzt hin zum Kaltwerden. Das Ganze, das macht ihr jetzt noch mit der Zartbitterschokolade. Und das geht auch wieder ab in die Mikrowelle. Wenn ihr euch zu viel weiße Schokolade angerührt habt, könnt ihr die nächsten Eier ein bisschen aufpimpen. Dazu geht ihr mit eurem Finger in die Form rein und malt eure Form einfach so ein bisschen aus. Je nachdem, wie ihr es wollt. Wollt ihr mehr weiß, dann macht mehr rein. Wollt ihr nicht so viel weiß, dann macht ihr nicht ganz so viel weiß rein. Einfach mit euren Finger streichen. Die leeren Stellen, die gehst du mit der Zartbitterschokolade auf. Und auch die Zartbitterschokolade gießt ihr in die Form rein. So dass auch die Form wieder voll ist, dann gießt du die wieder aus. Und streichst die wieder mit dem Messer ab. Und so sehen dann die halben Zartbittereier aus. Die Teile sind jetzt fest, die standen im Kühlschrank ungefähr eine Stunde. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Dafür habe ich mir Nougatstangen gekauft. Die mache ich mir jetzt auch flüssig in der Mikrowelle. Auch der Nougat ist schön flüssig. Genauso soll er sein. Wunderbar. Dazu nehmt euch Spritztüte. Ich habe Sternhülle, ihr könnt alternativ Lochtülle nehmen. Und dann füllt ihr euer Nougat hier rein. Und dann nehmt euch eure Form und dann füllt ihr den Nougat in die Eier rein. Dann tut er an eurer Form mal so ein bisschen rütteln, da verteilt sich der Nougat und dann ist schon fast die Süßspeise fertig, diese Leckerei. Meine Eier bekommen eine Pistaziennuss drauf und dann muss das Ganze, wenn es aufgefüllt ist, nochmal in den Kühlschrank. Die Nougat-Eier garniere ich aus mit kleinen Buchstaben, das sind wieder der Anfangsbuchstaben. Ihr Lieben. Ihr könnt das ausgestalten, wie ihr wollt. Da sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Auf die anderen mache ich Currypulver drauf. Und natürlich bekommen die Dunkeln auch eine Pistaziennuss. Und weil es perfekt sein soll, habe ich mir noch solche kleine Falttaschen gekauft. Und da setze ich jetzt so ein Ei. Das seht ihr ja auch hier. Diese geschipperten Eier, was ihr weiß und schwarz gemacht habt, die sind halt marmoriert. Da setze ich hier zwei einfach rein. Und das ist doch eine schöne Geschenkidee.
unnachgetane Arbeit, da kann man die mal kosten, wie die halt schmecken. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, eure Andrea.